Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fit the Beast! Ich fliege. Yeah, wir sind wieder da. Marco ist schuld. Ich war krank. Aber so krank war ich auch wieder nicht. Aber lol, doch, ich war echt krank. Und Hello Kitty Online hat er die ganze Zeit gespielt. Ja. Er hat so voll getan, als würden wir es nicht sehen, aber Steam hat man es mal gesehen. Lusen spielt jetzt Hello Kitty Online. Pink Edition. Oh. Fuck you. Herrlich. Fit the Beast, lang ist her. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich schon. Schaffe ich es wieder 5 Folgen, sagen, nur Bullshit zu bauen? Ich hoffe nicht. Ich mache was Sinnvolles, ich mache unser Lagersystem jetzt weiter. Und zwar... Nachdem wir so total sinnvolle Anzüge bekommen haben. Bleib mal stehen. Oh, wir können uns nicht treffen. Bleib mal stehen. Ja, geht nicht. Ich habe so einen schnellen Anzug. Ich versuch's, Marco. Okay, egal. Ich erzähl's einfach. Also, letztes Mal habe ich ja so eine Storage Cell gebaut. Und ich wusste nicht, wie ich quasi diesen Kristall da wieder aus der Hülle rauskrieg. Das war irgendwie ganz einfach. Ich habe es gerade eben rausgefunden. Shift rechtsklick drauf und das Ding baut man sich dann auseinander. Ja. Wow. Ich hab bestimmt den Cheat-Mode noch. Ne, hab ich nicht. Und ihr habt nichts gehört. Adam, was machst du? Ich kann in unser CD-Laufwerk kein Gehirn reinstecken. Ja, das Gehirn, das brauche ich gerade. Kommt jetzt gleich rein. So, Storage Cell, also. Wir haben ja vorher nur eine Storage Cell gehabt und jetzt haben wir eine. Jetzt baue ich ein Storage Segment, das besteht aus 3 Storage Cells. Und da ich 9 Stück gebaut habe, baue ich mir danach auch noch einen Storage Block, weil der besteht aus 3 Storage Segmenten. Wow. Und dann haben wir mega viel Speicherplatz. Also so viel, dass ich hoffe, dass es so viel ist, dass wir das ganze Zeug, was wir hier rumfliegen haben, da reinstecken können. Ich hoffe es. Ja, gut wäre auch, dass wir alles einfach reinpumpen können. Ja. Kann ich jetzt eigentlich zumachen? Ja. Also ich hoffe es, Adam. Weil wenn nicht, dann sind wir richtig am Arsch, weil dann muss ich Quarzfarmen gehen. Und das dauert immer so lang, der Scheiß. Ja, dann gehen wir zu dritt, machen wir so einen Farmrun. Ja, oder wir stellen halt echt 4 Queries auf, aber richtig weit weg irgendwo. Machen einfach komplett, hauen wir die durch bis zum Bedrock. Bam! Die richtige Industrialisierte. Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich ganz weitermachen soll. Ja, du machst einfach da weiter, wo du weitergemacht hast. Wo du angefangen hast. Wo ich weitergemacht habe. Hier guckst ja, du, hast du eine Lampe gebaut, du machst da Lampe und dann da Marmor und dann da Antenne und Strahler und so. Genauso, Marco. Ja, sag ich ja. So einfach ist, siehst du? Schon weißt du, was du machen musst. Unser Kraftwerk. Ich will nicht schön bauen. Wir haben immer noch nicht so einen Bimbo, der zum schönen Bauen hier ist. Wo ist Mathe, wenn man ihn braucht? Ja, es ist halt auch immer blöd, weil meistens kann ja auch niemand, ne? Niemand kann dann, wenn wir arbeiten, weil wir arbeiten meistens... Total irgendwie. In der Früh. Ja. Oha. Was ist das für ein Zeug hier? Weiß nicht, hier sind Viecher gestorben. Aha, schon klar. Schon klar, du Kannibale, du. Schon klar. Lauf, Marco, lauf. Brains. Kann man die echt essen? Was macht man draus? Was macht man aus was? Ain. Brain? Brein? Oder Brein? Irgendwas hat sich hier ganz hart aufgehängt bei mir. So, jetzt brauche ich Redstone. Geh mal Redstone. Und zeigt er mir keine Rezepte an hier mit dem Zeug? Because. Du sollst das nicht tun. Verstehst du? Gehst du, Adam? Hallo? Ja, was? Hier baut man nochmal so einen komischen Prozessor. Ach, das geht. Ja, aber das so nicht, ging es. Oder was?
Magic, weißt du? Magic. Haben wir mehr Glas? Ich probier's einfach mal. Geh in die Brennanlage, da haben wir bestimmt Glas. Was ist denn Ding? Und wenn du Sand brauchst, hinten bei der Baumfarm, da wo du vergiftet wirst und so fast stirbst, da kannst du dir Sand holen, weißt du welchen brauchst. Brain in the bottle. Go, go, go. Scheiß Dick. Brain in the bottle. Ja, so ein Lager wäre echt cool, wo wir alles reinpumpen können irgendwie. Ich check. Das ist jetzt auch dran, das ist dran. Das wird jetzt passieren. Was? Dauert höchstens 2 Folgen. 3. Sagen wir 4. Nächste Woche ist es fertig. Ultimatum. Nächste Woche ist das Ding fertig. Da werden wir es benutzen können. Wenn ich check ich, wie man das, den Scheiß hier nochmal baut. Uno Momento. Und ich hab meine. Ja. Okay, ich hab's. Okay, es wird schneller gehen. Ich hab meine. Was muss ich jetzt nochmal machen? Das ist eklig. Das sage ich nicht. Muss ich die da jetzt nochmal reinmachen? Haben wir Basalt? Ah! Nein, haben wir nicht. Wir haben noch keinen Vulkan gefunden. Awesome. Wir sind so gut. Oh Gott. Aber da, meine da Nase läuft jetzt nach einem riesen Nieser. Da du jetzt so ein super, duper, hyper, das ultra, ist cool. Mega. Was? Ja, genau. Ultra, ja. Super, duper, hyper, mega. In allen coolen Kisten ist was drin. Ich weiß nicht, wo ich meinen Scheiß anwerfen soll. Red mir nicht immer dazwischen. Entschuldige. Da du jetzt so einen super, coolen, hyper, duper, mega Anzug hast, kannst du einfach fliegen gehen. Aber ich glaube, Adam hat immer noch das Fliegen nicht erlaubt. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Mit dem Jetpack kann man nur nach oben, oder? Wenn ich nach vorne... Ja, nach vorne... Ja, das geht bei mir nicht, schau mal. Wisst ihr, ich habe irgendwas falsch eingestellt. Ne? Seht ihr, wir können keine Vulkane finden. Adam ist schuld. Aber schau bei mir, wie es aussieht, Noko. Ich fliege hoch, dann drücke ich nach vorne. Dann fällt er automatisch nach unten. Du musst laufen und dann... Das geht auch nicht, da falle ich auch nach unten, schau. Ja, dann hast das du wahrscheinlich. Dann nur bei mir. Dein Jetpack hast du wahrscheinlich nicht stark eingestellt. Was für ein Bullshit. Ich hab jetzt keine Zeit für dich. Mach das alleine. Ich muss Prozessoren bauen und so für unser Speichersystem. Du siehst so einsam aus da hinten an der Kiste. Wie zum Henker baut man das nochmal? Boom! Ich hab jetzt eine coole Idee gehabt. Block. Ah ja. Aber meine Ideen sind immer cool. Oh das ist Gott. Die Leute, ne? Ist dir schon mal aufgefallen, das einzige Haus, was du bis jetzt gebaut hast, ist unfertig. Und sieht auch noch scheiße aus. Die Glaskonstruktion hier. Da sagt er nichts mehr. Warum sieht das scheiße aus? Das ist unfertig. Die Eingänge sehen komisch aus, wenn sie gleich einstürzen. Was laberst du, ey? Das ist ein, oder was, hä? Das ist ein Biodom, ey. Hast du noch nie sowas gesehen, oder was? Komm her. Das ist wieder irgendein so ein komischer Tag. Ich werf den Ziegelstein in die Fresse. Nicht lustig. Okay. Menschen, die müssen Ziegelsteine essen. Das war nicht lustig, Adam. Kennst du nicht den Inder, der Ziegelstein ist? Ich finde den jetzt lustig. Gibt's echt einen, der ist Ziegelstein. Aber der ist bestimmt so ein Guru. Nee, einfach nur ein Inder, der auf die Idee gekommen ist, Steine zu essen. Der kam mal bei Galileo Big Pictures. Da hast du wieder was gelernt, ne? Ja. Oh Gott. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen. Nein, anplanen. Ihr könnt natürlich Galileo Big Pictures weitergucken, aber. Da gibt's Fassaden dazu.
Ist das geil. Ja, Mann. Ja, wo ist unser verkacktes Glowstone? Wir hatten noch nie Glowstone. Natürlich haben wir Glowstone. Wusste ich doch, dass wir Glowstone haben. Ah ja, die ist wichtig, die Wasserpumpe. Dann machen wir das okay. So. Ich hoffe, das passt so. So. Können wir jetzt eigentlich die Nächte hier schon uns um die Ohren hauen? Alter, schau dir das an. Schau dir das an. Ich hab ihn. Quadcore. Alter Schwede. Muss ich mal gegen reinmachen. Beziehungsweise das ist noch mehr Core. Das ist ich mag die Diskette reinstecken. Kannst nicht reinstecken. Wo ist das Ding? Steck die erstmal da rein. Wo? Du sollst den Prozessor da reinstecken, in die Hülle. Welche Hülle? Ah, da! Oh. 16K, das ist gar nichts. 16 Gig, die du uns da gemacht hast. Ja, unser technologischer Fortschritt ist noch nicht so weit. Ups. Was heißt du 16K? Es passen jetzt 16.000 Items rein, aber nur 63 verschiedene bis jetzt, oder? Ich hab keine Ahnung. Probieren wir es aus. So, was haben wir jetzt? Ein Stück und 134. Ja, da passt rein gar nichts rein, um ehrlich zu sein. Jetzt hat man irgendwas eine Doppelkiste gecraftet. Warte, ich berechne das mal mit meinem Taschenrechner. Moment mal, kann doch nicht sein. 250 Slots sind es. Aber es passen nur 63 verschiedene rein. Schwach das Ding, schwach. Nein, du Depp, du hast es nicht gecheckt. Schau mal, du kannst Types mäßig 64 reinstücken. 64 reinstücken, nein, 64, also 64 Stück kann man reinmachen, 63 Stück, aber es gibt 16.000 Bytes, die man reinmachen kann. Ja, Slots, Items halt. Genau. Das sind 250 Slots gerade mal. Aber von diesen 250 Slots dürfen nur 63 verschiedene Items drin sein. Das ist total klein. Ja, was sind dann 16.000 Bytes? Ich check gerade gar nichts. Das sind die Items. Mal, ja. Da sind jetzt 1049 Items drin und 8 verschiedene Item-Typen sind das gerade, diese 1049. Ja. Es dürfen 63 verschiedene Item-Typen drin sein und 16.000 Items. Aber 16.000 Items ist lächerlich wenig. Ja, da siehst du mal, wie Imba dein Mod ist. Das ist voll Imba, wir müssen da voll... Geh mit aber mir Quatsch fahren, du Arsch. Nicht. Warte. Hä? Du hast voll wenig drin, was sind dann die Bytes? Ich check's gerade nicht. Moment mal, das war... Ich weiß, dass wenn ich jetzt Cobblestone reinsteck, dass es nicht mehr so viele Bytes nimmt, wie es eigentlich nehmen sollte. Ich steig dir jetzt mal um 10. Ja, genau. Jetzt ist nämlich ein Stack nur noch 10 Bytes. Das heißt, wir können... ganz schön viele eigentlich reinspeichern. Lass dir den Scheiß mal erklären. Aber brauchen wir ganz viel, machen wir das Laufwerk da voll. Lass mal doch kurz schlafen gehen, irgendwie sind da Zombies gespawnt. Ja, warum wollten wir da nicht schlafen gehen? Weil wir ausgeleuchtet haben. Ich schlafe in deinem Bettchen.